zu oft Titanic geschaut auf jeden Fall. Meine Nase, da ist so ein glänzender Punkt einfach. Ich hätte damit aussehen wie so ein Schmetterling. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war shoppen für meinen AIDA Urlaub und habe dafür erstmal alles bei DM gekauft, so für die Reise. Also jetzt keine Klamotten oder so, sondern erstmal nur so Kosmetiksachen und so halt. Und ihr habt ja auch schon einiges zu den Fragesticker, den ich auf Insta reingestellt habe, geschrieben. Aber ja, da habe ich, also ich habe jetzt nicht alles davon gekauft. Da muss ich auf jeden Fall auch noch, kommt noch ein kleines Shorts dazu. Ja, auf jeden Fall, ich will gleich anfangen. Und wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen da, drückt die Glocke und abonniert mich. Los geht's. Leute, ich bin voll gespannt so auf diese AIDA-Reise. Also eigentlich, ich habe so Angst vor Schifffahren. Ja, zu oft Titanic geschaut auf jeden Fall. Aber ja, wenn ihr schon mal AIDA gefahren seid, schreibt auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, wie das so war und so. Ja, wir fahren so diese Mittelmeer, bei Mittelmeer, keine Ahnung. Also wir fahren über Mallorca los und so Sardinien und so, glaube ich. Ich weiß nicht. Aber wir fangen jetzt auf jeden Fall an. Und zwar habe ich hier eine Tüte und Leute, da sind so viele Sachen drin. Also, ich weiß nicht, die ist bis hier voll. Und die Tüte ist riesig. Ja, aber wir fangen jetzt an. Ich habe hier meinen Tisch. Und da werde ich später, also da werde ich jetzt alles drauflegen. Und dann später zeige ich euch nochmal alle Sachen. Wo fangen wir an? Warte mal, das gehört hier gar nicht rein. So, jetzt. Okay, ich greife jetzt einfach mal so in die Tüte. Ja. Sonnencreme. Braucht man einfach. Was soll ich dazu sagen? Sonnencreme, Leute. Ist wichtig. Auch unbedingt, auch im Winter einfach benutzt jeden Tag Sonnencreme. Weil, ja, sonst bekommt ihr sehr früh Falten, Leute. Meine Mutter sagt es immer und auf TikTok auch immer, dass man auf jeden Fall Sonnencreme benutzen muss, weil es einfach sonst ungesund ist. Und, ja. Oh mein Gott, meine Stimme hört sich so komisch an, weil ich immer noch krank bin. Ich kenne mich mit Sonnencreme nicht so gut aus, welche jetzt gut ist und welche nicht. Ich nehme einfach mal irgendeine, aber ich glaube schon, dass die. Oh, davon die zwei Sachen. Leute, ich weiß nicht, boah, ich glaube, ich habe schon mal ein Video dazu gemacht. Oder ich habe das nur so kurz gezeigt in einem Video. Und zwar, ich habe hier mir wieder dieses Mont Blanc Shampoo geholt. Das ist irgendwie keine Tönung und auch keine Färbung oder so. Das ist einfach nur ein Shampoo. Das halt irgendwie das Blond ein bisschen mehr hervorheben soll. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil es schon ein Jahr oder so her gewesen. Und dazu habe ich jetzt auch die Spülung mitgenommen. Das ist auf jeden Fall so gelblich. Ich weiß nicht. Seht ihr das? Das Shampoo ist, glaube ich, noch ein bisschen. Ja, hier. Das ist auf jeden Fall gelb. Ich hoffe auf jeden Fall, das funktioniert und ich kann das so ein bisschen hervorheben, das Blond. Weil mein Ansatz hier wächst irgendwie richtig dunkel nach. Also ich weiß nicht, ich habe ja, als ich noch so ein Kleinkind oder so war, da hatte ich richtig blonde Haare, Leute. Und die wachsen jetzt halt wieder irgendwie, die wachsen sehr, sehr dunkel nach. Ich weiß nicht, sieht man das? Der Ansatz ist sehr viel dunkler und auch hinten sieht man es krass, dass hier das Dunkel ist. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ich kriege das so ein bisschen blonder damit. Okay. Wow, ein Duschgel, Leute. Da sage ich, das hat meine Mutter gekauft, weil sie so sagt, ja, das gibt so Strand-Vibes und so Sommer-Vibes. Ja, einfach nur, weil es nach Sonnencreme riecht. Also wirklich, wer das kennt, es riecht einfach nach Sonnencreme. Aber ja, es gibt ein bisschen Urlaubs-Vibes. Weil wir es halt jeden Urlaub dabei haben. Ja, keine Ahnung. Es ist ein Love Sunshine Duschgel von Nivea und es riecht halt genau wie diese Sonnencreme, Leute. Also, ja. Es ist halt ein Duschgel, gell? Okay, greife ich. Das ist mein Favorite. Das kann ich noch nicht zeigen. So, das zeige ich am Ende. Oh, okay. Ich habe mir einmal so eine Turban-Haarmaske mitgenommen. Oh mein Gott, sieht man das jetzt? Weil meine Haare, die werden ja an sich immer, wir sind ja beim Meer unterwegs. Und allein so durch Sonne und so werden die ja immer so ein bisschen trocken. Und ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ganz gut. Da ist Jojoba Öl drin.
Chia-Butter und ich glaube, dass die richtig gut ist. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so ein Gefühl. Auf jeden Fall, ja, weil meine Haare werden immer richtig trocken, wenn ich habe mehr oder so bin. Deswegen, die werden wir auf jeden Fall ausprobieren, ob die wirklich so gut funktioniert. Oh, Eyepatches, warte mal, das ist ja hier. Ich habe mir zweimal so Eyepatches mitgenommen. Das sind diese von dieser Topmodel-Version, das sind so Engelsflügel. Und dann einmal hier diese mit Rose. Mit, also Lovely Rose Augengelpads. Ich finde die richtig gut, Leute. Also wenn ihr wirklich gute Augenpads wollt, die so richtig Augenringe wegmachen, ich glaube, die sind besser wie die. Aber ich weiß gerade nicht. Leute, okay, ich habe mir Baby-, Gesicht- und Hände-Tücher mitgenommen. Solche Tücher, weil ich glaube, auf dem Schiff sind die ganz praktisch. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, so nach Essen oder so irgendwie... Oder wenn man halt so angefasst hat und das ist ein bisschen eklig, dann kann man sich einfach die Hände sauber machen. Ja. Und fürs Gesicht, ja, genau. Nach dem Essen oder wenn man so ein bisschen schwitzt, so wegmachen. Ja, das sind 20 Tücher. Ja, genau. Passt. So, Leute, dann, ich habe mir einen Highlighter geholt. Und zwar den hier von Essence. Und Leute, der ist so schön. Der hat so drei verschiedene Farben. Ich habe den gestern ausprobiert. Einmal Pink, Braun und Gold. Und ich zeige jetzt diesen Glow, weil... Also, das ist jetzt der von Catrice. Warte mal. Okay. Meine Nase, da ist so ein glänzender Punkt einfach. Ich gehe hier jetzt rein. Schau mal. Ich zeige jetzt diesen Glow. Seht ihr das? Hier, der ist da. Diesen Glow. Ich finde das richtig schön, dass der nicht glitzert. Also jetzt nicht so wie hier, dass wirklich so ein glitzernder Punkt ist, sondern... Der ist mehr so glowy. Wisst ihr, wie ich meine? Jetzt machen wir die anderen Farben. Jetzt einmal braun. Das ist halt braun. Keine Ahnung. Braun. Jetzt gehe ich immer ins Rosa. Das sieht so aus. Also das... Hier. Das ist so einfach so ein rosanes Schimmer. Finde ich richtig schön. Vor allem, ich glaube, im Sommer in der Sonne dann wird es richtig schön aussehen, wenn es so ein bisschen rosa schimmert und ein bisschen braun. Ja, das ist ja Kiss by the Light Highlighter von Essence. Leute, dann habe ich einmal hier Kaugummis mitgenommen. Das sind die mit Zitrone von Extra. Ja, die geben mir auch so ein bisschen Sommer-Vibe, weil wir haben die im Sommer immer gekauft. Kaugummis kann man immer gebrauchen. Die werden wahrscheinlich nur nicht so lange durchhalten. Also ich glaube, wir werden nochmal vorne neu kaufen, weil wir fahren in den Pfingstferien und die sind, glaube, am 24. Mai, glaube ich. Leute, ich habe jetzt meinen Nasenspray genommen. Ich hoffe, meine Stimme klingt jetzt nicht mehr so krank. Auf jeden Fall kann ich jetzt wieder atmen durch meine Nase. Ja, wir machen weiter. Oh, ja. Ja, ich habe mir zwei Haarmasken nochmal geholt. Also das war so eine Turbanmaske. Da ist halt gleich so ein, ich weiß nicht, kennt ihr Fußmasken? Das ist gleich nur für die Haare. Und das sind halt auf jeden Fall so normale Haarmasken. Einmal von Langhaarmädchen, Haarkur Intense Repair für strapaziertes Haar. Und einmal von Veleda oder Veleda, so eine Aufbaukur. Mit Hafer. Ja. Ich werde auf jeden Fall viele Haarpflege-Sachen mitnehmen, weil ich wirklich nicht will, dass meine Haare da kaputt gehen. Weil ich habe die jetzt wieder so ein bisschen repariert bekommen. Und ja, am Meer werden die halt einfach immer ein bisschen splissig. Ich werde auch danach Spitzen schneiden gehen, nach dem Urlaub. Immer nach Meerurlaub Spitzen schneiden. Oh mein Gott, kommen wir zu einer Sache. Ich habe die so oft in meiner Werbung gesehen, also in einer Werbung. Das ist jetzt nicht genau die Creme, aber so eine Mixercreme, weil ich habe hier so richtig, ich weiß nicht, also bei meinen Armen so ganz viele kleine, das sind keine Pickel, das ist so rau, ich weiß nicht, sieht man das? Das ist so eklig. Und ich habe auf TikTok eben gesehen und auch in jeder Werbung und immer wenn ich irgendwas angeschaut habe, Mixercreme, dass das dagegen helfen soll. Und wir werden die zusammen ausprobieren, Leute. Hier, wir probieren das jetzt aus.
die haben gesagt, man sieht ein Ergebnis. Und okay, ich nehme jetzt einfach mal so einen Pumpstoß. Und werde, oh, die fühlt sich richtig gut an. Oh mein Gott. Die fühlt sich voll gut an. Oh mein Gott, Leute. Das fühlt sich richtig weich an jetzt. Oh mein Gott, ich habe mich vor meiner Tür angehauen. Das tut voll weh. Aber Leute, meine Hände, die sind so weich jetzt. Und hier, oh mein Gott. Holt sie euch, wenn ihr trockene Haut habt, Leute. Holt sie euch, die wirkt in 2 Sekunden. Ja. Okay, oh mein Gott. Kurzer Schock, die ist richtig gut. Aber machen wir weiter. Und zwar habe ich mir so eine Tuchmaske mitgenommen. Und zwar gibt die mir einfach so ein bisschen Urlaub-Vibes. Das ist so mit tropischem Blumendesign. Ich werde damit aussehen wie so ein Schmetterling. Wie so ein blöder Schmetterling, der so komisch durch die Gegend fliegt. Auf jeden Fall ist so Paradise Punch Tuchmaske von Yuti. Ja, keine Ahnung, das ist halt witzig so. Guck mal, so soll die aussehen. Ja. Ich werde dann auf jeden Fall ein tolles Bild von mir in die Story posten. Ich werde die, glaube ich, schon davor benutzen, um in den Vibe zu kommen. Okay. So. Leute, wir kommen der coolsten Sache immer näher. Okay, Leute, dann habe ich einmal so Nagelsticker geholt. Ich habe zwar sehr kurze Nägel, weil ich die immer abreiße. Aber, keine Ahnung, ich kriege die bestimmt noch so ein bisschen gepflegt. Da mache ich das vielleicht so Shellack ein bisschen hin. Ja, dass die ein bisschen schöner aussehen. Und dann kann ich da so kleine Steine draufkleben. Obwohl Nagellack, weil wenn Shellack... Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, keine Ahnung, basic. Es sind Nagelsticker. Einmal so Steinchen und einmal so Blümchen. Ja. Ist auf jeden Fall richtig süß. Oh. So, was ist da noch hier drin? Wow, ein Deo für meinen Bruder. Ja, das bringe ich ihm gleich. Und jetzt, wir kommen zum Highlight, Leute. Wir kommen zu der coolsten, allercoolsten Sache. Oh mein Gott. Und so, ihr wisst ja, warte, ich muss verstecken so. Ihr wisst ja, ich habe diese Haarnudel von Rossmann, diese richtig komische, dünne, die nicht so cool ist. Die ist bei DM jetzt und zwar sehr viel schöner. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mach die jetzt einfach mal auf. Hä? Warte mal. Oh mein Gott. Okay. Die sieht so aus. Die ist richtig. Ich habe jetzt meine gerade nicht da zum Vergleich, aber ja. Die ist so rosé. Silbergold. So eine. Einfach wow. Und die hat. Also erstmal so eine schöne Haarklammer, die ist, also, wow. Und dann halt hier dieses Crunchies, um das festzumachen, die sind auch übel schön, finde ich. Oh, das gibt mir so Visco-Gummi-Vibes, oh mein Gott, Leute. Und so sieht die aus. Die hat hier halt so Seide und, ja. Oh, die ist unbequemer als die andere, aber egal. Oh mein Gott. Ja, keine Ahnung, Leute, so sieht die halt aus. Ich finde die richtig schön, Leute. Ich finde die richtig schön. Ja, ich werde die auf jeden Fall mal benutzen. Und dann auch wieder so eine Transition dazu machen, dass ihr die auch seht, wie gut die ist. Also ich muss die ja selber noch ausprobieren. Aber ich glaube schon, dass sie so gut ist wie die andere. Und ja, das ist auf jeden Fall das Highlight meiner Meinung nach. Das ist krass. Ja, Leute, hier seht ihr jetzt nochmal alle Sachen. Und ich glaube, mein Highlight ist einmal diese Creme hier, weil die ist mega gut. Und dieses Dings und der Concealer. Ich glaube, ich bin gut ausgestattet für meine AIDER-Reise. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, drückt die Glocke und abonniert mich. Adios!